Hallo meine Liebe, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner gebuchten Gefühlslegung. Wie auch bei allen anderen Gefühlslegungen starte ich auch bei dir als allererstes bei deinen Gefühlen. Und da schauen wir uns die mal näher an. Und wir haben hier die freundschaftlichen Gefühle. Das soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt nur ausschließlich freundschaftliche Gefühle für ihn empfindest, sondern mit freundschaftlichen Gefühlen verbinde ich auch immer, dass man sich auch, dass man treu ist, dass man, freundlich gegenüber dem anderen ist und eigentlich auch für mich bedeuten freundschaftliche Gefühle auch immer so eine so ein warmes, geborgenes, freundschaftliches Gefühl eben. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also das soll jetzt nicht heißen, dass du eben nur die freundschaftlichen Gefühle hast, sondern eben ihm gegenüber wirklich auch ein sehr positives Gefühl hast. Wir haben ja noch weitere Karten und hier haben wir die Karte mehrere Eisen im Feuer. Das klingt immer schlimm, ja, aber mit mehrere Eisen im Feuer auf der Gefühlswelt heißt das für mich auch immer, man sieht sich halt um. Ja, du bist ja eine Singlefrau, ja, hast hier diesen Wunschpartner und siehst dich halt auch gerne mal um. Da ist ja auch nichts einzuwenden. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass du jemand bist, der ständig immer andere Partner hat. Ja? Sondern das heißt für mich einfach, man schaut, was der Markt gerade so zu bieten hat. Ja? Also man geht mit offenen Augen durchs Leben und nimmt natürlich schon auch andere Männer wahr. Ja? Man läuft ja hier auch nicht mit Scheuklappen durch die Gegend. Ja? Das bedeutet für mich eben hier diese Karte. Und wir haben hier auch die Karte auf materielle Sicherheit fixiert. Das klingt auch immer negativ, ja. Aber für mich ist das auch eine sehr positive Karte, denn das Materielle in unserer Welt ist auch wichtig, ja. Wir können nicht nur von Luft und Liebe leben. Und das hier auf deiner Seite heißt für mich, dass du eben so jemand bist, der auch die materielle Sicherheit braucht, ja, das ist nun mal realistisch, ja, das verbinde ich immer auch mit einer sehr realistischen Person, also du bist nicht jemand, der mit der rosaroten Brille herumläuft, sondern dem auch materielle Sicherheit wichtig ist und ich finde das vollkommen in Ordnung, weil das einfach zu unserer irdischen Welt gehört. Wir brauchen nun mal Geld, um zu überleben. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf und das ist für mich einfach auch sehr wichtig und dir offensichtlich hier auch. Also du bist, wie gesagt, nicht jemand, der mit Licht und Liebe versucht, da alles zu bekommen, weil das eben auch nicht funktionieren kann, weil wir nun mal in einer materiellen Gesellschaft sind, wo wir einfach, um zum Beispiel Nahrung zu haben, Geld als Tauschmittel geben müssen. Ja, das ist vollkommen normal und realistisch und für mich sieht das eben hier so aus, dass du eben auch so jemand bist, der auch schon mal realistisch denken kann und einfach auch mal die Gefühle nicht so zum Ausdruck bringt, sondern einfach mal Dinge aus der realistischen Perspektive betrifft, ja, also betrachtet. Also das finde ich eigentlich nichts, wo man jetzt das verurteilen sollte. Ich finde das sogar sehr, sehr gut, denn immer nur die rosarote Brille aufhaben, ist halt auch nicht immer ganz so lustig. Schauen wir uns jetzt seine Gefühle an. Und da haben wir auf Sicherheit bedacht. Schau mal, ihr beide, ja, auch er ist jemand, dem Sicherheit sehr wichtig ist, auch was die Gefühle betrifft. Er möchte sich sicher sein, dass du die Richtige bist. Er braucht hier quasi wirklich die Sicherheit. Wir haben hier auch noch Dritte im Bunde. Das heißt, es gibt hier offensichtlich auf seiner Gefühlsebene noch jemanden. Ja? Das soll jetzt nicht heißen, dass das jetzt seine feste Partnerin ist. Wir schauen ja dann auch in die Lenormand-Karten rein, ob das tatsächlich seine feste Partnerin ist. Aber auf der Gefühlsebene gibt es hier noch eine dritte Person. Und wir haben hier, möchte sich festbinden. Da das ja die Gefühlslegung zwischen dir und ihm ist, würde ich sagen, er möchte sich mit dir binden. Aber weil ich hier, und das kann ich nicht außer Acht lassen, die dritte Person im Bunde habe, kann es natürlich wirklich sein, dass das eine Frau ist, mit der er sich gerne binden möchte
oder mit der er schon verbunden ist. Würde diese Frau jetzt hier nicht liegen, würde ich sagen, okay, weil das ja die Gefühlslegung zwischen euch beide ist, möchte er sich mit dir gerne binden. Aber wie gesagt, ich kann die Dritte im Bunde hier nicht außen vor lassen. Das ist gut möglich, dass er hier wirklich auch emotional noch nicht frei ist und dass es hier einfach jemanden gibt. Schauen wir uns das an, was euch beide verbindet. Und da haben wir, man bleibt der vorhandenen Situation treu. Das heißt, in dieser Konstellation, in der ihr jetzt seid, nämlich dass er dein Wunschpartner ist, dieser Situation bleibt ihr jetzt vorerst treu. Es kann natürlich sein, falls er hier wirklich eine Partnerin hat, wo ich jetzt wirklich auch fest davon überzeugt bin, denn das liegt ja nicht umsonst da, bleibt er dieser Situation treu. Wie gesagt, es muss nicht die feste Partnerin sein. Es kann eine Ex-Partnerin sein, an die er noch hängt oder mit der er hier noch Kontakt hat, ja? Aber wir schauen ja dann die Lenormand-Karten an. Und wir haben hier auch noch die Karte unsicher, unklar. Also ihr beide seid euch sehr, sehr unsicher, sehr unklar, wie es mit euch weitergeht. Ja, ich sehe hier bei ihm jetzt nicht so recht die Gefühlskarte. Ja, weil auch hier die Karte auf Sicherheit bedacht ist, mit der Dritten im Bunde und mit möchte sich festbinden, heißt das für mich immer, dass das jemand ist, der vielleicht noch in einer Partnerschaft ist und der einfach die Sicherheit braucht, dass das einfach auch ein Sicherheitsdenken ist. Aber wie gesagt, ich schaue jetzt in die Lenormand-Karten rein und schaue mir jetzt an, wie es bei dir und deinem Herzensmann, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob hier wirklich diese Dritte im Bunde tatsächlich eine Partnerin ist. Da ist schon eine Karte gefallen, die Hauptkarte. Wir haben hier das Schiff. Das heißt, es kommt hier etwas in Bewegung zwischen euch beide. Hoffentlich ist es etwas Positives. Da schauen wir dann die umliegenden Karten an. Wir haben den Schlüssel. Also es wird hier definitiv etwas in Bewegung kommen. Nämlich die Gespräche. Es können unter anderem auch Streitgespräche, Diskussionen sein. Es kann sich hier auch um das Thema Kinder handeln. Ja, dass er hier vielleicht noch Kinder hat oder du. Ja, je nachdem, es werden Diskussionen, kann natürlich wirklich auch in Streit ausarten. Ja, weil die Routen auch Streitgespräche bedeuten. Da geht es definitiv in erster Linie um einen Neuanfang, ja, weil das Kind steht ja auch für einen Neuanfang, aber das Kind steht auch für das Kind, ja, für Kinder, über oder mit denen man hier spricht. Dann haben wir den Bären. Der Bär ist eine Autoritätsperson. Der Bär steht auch für Mut, Stärke haben. Also du sollst hier auch den Mut haben, diese Gespräche einzuleiten. Schau, da bist hier du auch noch gefallen, ja. Und wir haben noch den Fuchs. Der Fuchs steht für Schleue, aber auch Falschheit. Ob das jetzt Schleue oder Falschheit ist, da möchte ich noch die anderen Karten hinzuziehen. Dann haben wir die Familienkarte. Und der Fuchs schaut direkt in die Familienkarte rein. Das heißt, da wo der Fuchs hinschaut, das ist falsch. Und im Familienbereich, ja, kann natürlich auch dich betreffen. Ich nehme jetzt auch noch die, ja, okay, wir haben den Sarg. Der steht für Stagnation, es geht weder nach vor noch zurück. Da, wo der Fuchs hinschaut, das ist falsch. Und im Familienbereich scheint hier irgendetwas falsch zu sein. Für mich ist Ruten und Bär immer eine Autoritätsperson, ein Jurist, ein Notar. Da wird es auf jeden Fall Gespräche geben. Ja, mit einem Juristen, mit einem Notar, es wird hier um Kinder gehen, es wird hier um die Sicherheit gehen, denn im Familienbereich läuft hier irgendetwas falsch und wir haben hier die Stagnation. Ja, es kommen die Gespräche, aber die Gespräche werden nicht so sein, wie man sich diese erhofft, ja, denn der Sarg für die Stagnation bedeutet, man ist an einem Punkt, wo es weder nach vor noch zurück geht und wo im Familienbereich, da läuft etwas falsch. Jetzt wirst du dich fragen, okay,
Was hat das mit mir und meinem Herzensmann zu tun? Das hat mit dir und deinem Herzensmann sehr viel zu tun, denn du bist nämlich hier gefallen. Und wenn du durch dieses Orakel nicht diese Botschaft bekommen solltest oder sollst, wäre das hier so nicht gefallen. Das heißt, die geistige Welt möchte, dass du weißt, es wird zwischen dir und deinem Herzensmann, denn danach haben wir gefragt, Gespräche geben. Es wird bei diesen Gesprächen um juristische, rechtliche Angelegenheiten gehen. Es wird hier um Kinder gehen. Es liegt hier zwar keine andere Frau, ja, diese Dritte im Bunde kann auch eine Ex-Partnerin sein, ja, mit der er hier Kinder hat. Ich würde eher davon ausgehen, dass es hier wirklich die Frau, mit der er eben hier Kinder hat, und das läuft hier falsch. Ja, und das betrifft dich natürlich auch. Und mit ihm wirst du über dieses Thema sprechen, denn du bist nicht hier ohne Grund ins Kartenbild gefallen. Ja, zwischen den beiden ist etwas nicht in Ordnung. Denn da würde sonst nicht der Jurist liegen und Kinder. Vielleicht geht es um Unterhalt, um Sicherheit auch, ja, um Besuchsrecht, was weiß ich. Aber diese Situation, in der ihr jetzt seid, stagniert. Für die nächsten 3 bis 6 Monate. Bei einem Neunerblatt sagt man, hat ungefähr eine Zeittendenz von 3 bis 6 Monate. Ich bin da eher vorsichtig mit den Zeiten. Es kann auch länger dauern, ja? Also ich lege mich da nicht so gerne fest. Was du aber wissen sollst, ist, da gibt es definitiv noch eine andere Frau, mit der er hier wirklich Probleme hat, wo hier sehr viel falsch läuft und dass es jetzt so danach aussieht, dass es jetzt so in der nächsten Zeit stagniert. Das ist eine Situation, wo man jetzt noch keine Lösung findet. Und darüber wirst du auch in Kenntnis gesetzt. Ja, darüber wirst du auch mit ihm sprechen. Vielleicht öffnet er sich dir auch. Und dann passt das hier ja sehr, sehr gut, dass wir hier die Karte hatten. Man bleibt der vorhandenen Situation treu. Das heißt, diese Konflikte in seinem Familienbereich, ja, diese Stagnation, ja, wo man das Gefühl hat, da wird keine Lösung getroffen, ja, oder da findet man keine Lösung. Dieser Situation wird man vorerst treu bleiben. Ich kann dir nicht sagen, dass er die große Liebe für dich empfindet, ja. Bei ihm sind hier sehr, sehr viele andere Themen, vor allem diese juristischen Themen, diese Themen mit dieser Frau, ja. Da wird er hier offensichtlich nicht so viel Nerv haben quasi für eine neue Partnerschaft. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, dass es mit ihm in eine Partnerschaft geht. Das liegt vorerst nicht, ja? Es liegt jetzt hier der nächste Schritt bei euch beiden und das ist das, was ich eben jetzt schon gesagt habe und die Karten wollen, dass du weißt, okay, jetzt ist keine Partnerschaft möglich aus dem und dem Grund. Ja, und das ist für dich auch wichtig, denn das ist nicht umsonst hier gefallen und du bist hier auch nicht umsonst gefallen. Also hat das natürlich auch was mit dir zu tun, ja, denn das beeinflusst ja natürlich die Verbindung von dir und deinem Herzensmann. Ja, also eine Partnerschaft in dem Sinne sehe ich jetzt in der nächsten Zeit nicht. Da ist einfach zu viel an familiäre Probleme, auch mit Kindern, dass man jetzt einfach nicht verdrängen kann und jetzt sagen, ach, ist mir egal, ich gehe jetzt in eine Partnerschaft, ja, in eine neue. Das wird jetzt eben hier in der nächsten Zeit nicht möglich sein. Nicht, weil er dich vielleicht nicht gern hat, ja. Es liegen zwar hier jetzt keine Gefühle, aber man sieht ja, was bei ihm jetzt los ist. Und da ist oft wirklich, dass man die Gefühle einfach verdrängt. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt überhaupt keine Gefühle hat, aber ich sehe hier diese starken Probleme und das beeinflusst natürlich. Wenn da vielleicht doch eine Lösung reinkommt, hat man natürlich eine andere Ausgangslage, ja, wenn das erledigt ist, dann sieht das Blatt wieder ganz anders aus, ja. Aber der nächste Schritt wird sein, dass du auch darüber in Kenntnis gesetzt wirst, dass hier wirklich ein starkes Familienthema bei deinem Gegenüber noch los ist, ja. Es kann natürlich auch sein, dass dich das sehr, sehr stark mitnehmen wird, ja, dass du vielleicht dir Sorgen machst, ja, weil du liegst ja nicht umsonst hier. Es könnte dir ja irgendwie auch egal sein, was hier los ist. Aber weil du hier im Blatt liegst, heißt das für mich, dass du dich mit diesem Thema auch immer wieder auseinandersetzen wirst. Ja, aber da kann ich dir nur raten, dich versuchen zurückzunehmen, denn du kannst hier in dieser Konstellation nicht viel machen. Ja, das ist deren Angelegenheit. Ja, und leider kann ich dir eben nicht sagen, dass es in eine Partnerschaft geht. Das
möchte vorher bearbeitet werden. Ob es wirklich bearbeitet wird, kann ich dir so nicht sagen. Wir haben als Endkarte den Sarg, der ja für Stagnation steht. Ich glaube aber nicht, dass das eine Situation ist, die man nie klären kann. Man kann jedes Problem klären, nur jetzt nicht so schnell. Ja, das sind Dinge, die einfach noch ihre Zeit brauchen, bis man hier wirklich eine Lösung gefunden hat. Und hier mit dem Juristen glaube ich sehr, sehr stark, dass da wirklich auch juristische Dinge mit ein Thema sind. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung ein bisschen Klarheit bringen. Leider kann ich dir nicht sagen, was er für dich empfindet. Es liegt mir hier das Problem mit seiner Familie zu stark da, dass man hier einfach jetzt in die Gefühlswelt nicht reinschauen kann. Ja, das ist leider Gottes immer mal wieder so, aber gib dir jetzt nicht dafür die Schuld. Du weißt jetzt, was bei ihm los ist und was bei ihm Thema ist. Ja, das hat jetzt hier nichts, aber rein gar nichts mit dir zu tun. Das ist eine Familiengeschichte mit einer anderen Frau. Das hat mit dir als Person nichts zu tun. Ja, da brauchst du dir auch keine Vorwürfe machen und auch nicht darüber nachdenken, hat er überhaupt mich gern oder kann er sich was vorstellen. Ja, das kann ich dir natürlich oder ja, könnte ich dir beantworten in einem großen Liebesblick. Da schaue ich noch viel tiefer rein. Aber jetzt, wenn du das gerne möchtest, kannst du das auch gerne buchen, um zu schauen, wie das eben längerfristig weitergeht. Aber bei dieser Legung schauen wir ja eben, wie der nächste Schritt ist, was kurzfristig ist. Ja, weil ich mir oft denke, es hilft dir jetzt nichts, wenn ich dir sage, in einem Jahr ist das und das. Ja, das hilft dir jetzt momentan überhaupt nichts. Und deswegen, das, was eben jetzt wichtig ist. Und da brauchst du dir eben keine Vorwürfe machen, dass hier irgendetwas auch, dass er sich vielleicht nichts vorstellen kann. Nur er hat hier wirklich diese Probleme, wo man sich denkt, okay, die dürften hier wirklich gravierend sein, denn sonst wäre hier auch nicht der Jurist gefallen. Ja, und da kannst du jetzt wirklich auch nicht viel verändern. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem helfen. Wenn du noch Fragen hast oder wenn du den großen Liebesblick gerne buchen möchtest oder die Dreieckslegung, ja, da schauen wir, wie es bei dir und ihm weitergeht, wie es bei ihm und dieser Dritten im Bunde weitergeht, was er für sie fühlt, ja, das kann ich dir natürlich auch anbieten. Wenn du das möchtest, dann schreib mir eine Mail. Ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass alles sehr, sehr gut verläuft und wünsche dir alles Gute. Tschüss!